Sind da auch die Ostereier, die wir angemalt haben? Sind das die besten Ostern aller Zeiten? Oh, bitte bekleckere dich nicht mit Essen. Ich nicht so. Ha! Zu, auf, zu. Ist das ein tolles Buch? Ja. Das kann man hier aufmachen. Was ist denn das für ein Auto? Feuerfee. Seid jetzt fix und alle. So aufregend ist Ostern. Ja, ihr süßen Mäuse, spielt ihr hier schön? Ist das dein Puppenhaus, Johanna? Ja. Hat die Mami ein bisschen geholfen? Und jetzt machst du das richtig hübsch, ne? Ja. Garage, Küche. Und du, Elena, bringst du deine Kuscheltiere ins Bett? Hopst du sie alle im Bettchen rum? Dürfen die das? Nein. Ich hopse sie. Schön schlafen gehen. Jetzt gibt es Vesper. Ihr habt schön geschlafen. Und jetzt essen wir unsere Süßigkeiten vom Osterhasen und es gibt noch Wasser. Das ist ein Küken. Cola. Und hab die Mama Küken. Hallo ihr Lieben und frohe Ostern. Ja, der Tag ist jetzt auch bei uns vorangeschritten. Es ist Ostersonntag und wie ihr gesehen habt, haben wir heute die Ostereier gesucht und schön gespielt. Jetzt haben die Kinder brav geschlafen und wir festbaren draußen. Es ist so schönes Wetter. Morgen soll es ja regnen. Mal schauen, was wir da so machen können. Aber heute wollen wir unbedingt den Tag noch draußen genießen. Ich wollte euch eigentlich schon ein bisschen eher mitnehmen. Am Karsamstag haben wir nämlich dekoriert und auch ein bisschen gebacken. Aber ich war dann doch so beschäftigt, dass ich das nicht hinbekommen habe, da auch noch die Kamera anzuschalten. Wir hängen jedes Jahr an diese Harlekinweide, unsere Ostereier. In den letzten Jahren habe ich das eben gemacht und darauf geachtet, dass sie schön gleichmäßig überall sind. Dieses Jahr habe ich es den Kindern überlassen und meinem Mann. Und deswegen hängen sie ja hier vorne eigentlich ganz gut und vor allem unten. Ja, mein Mann hat sie noch ein bisschen verteilt. Zwischenzeitlich hat Elena alles hier auf einen Haufen gehangen. Ach, ich finde das schön. Aber ich freue mich, dass die Kinder sich dann darauf beteiligen können. Hier im Flur haben wir dann diese Häschen aufgestellt. Und Johanna meinte schon, da fehlt eins. Ja, wir haben ja zwei Kinder und nicht nur eins. Diese Häschen hat mein Papa gemacht und da haben wir schon eins in Auftrag gegeben. Mal schauen, ob wir dann nächsten Osters hier, zum nächsten Ostern vier Häschen haben. Wir haben auch ein Weidenkätzchen, daraus habe ich hier diesen Strauß geschnitten. Ich habe ihn aber nicht dekoriert, weil ich gar nicht so viel Osterdeko habe. Ja, diese Eier, die haben meine Kinder angemalt. Ja, das war so mal ein Versuch. Also der ist zum Beispiel von Johanna. Da habe ich einmal Permanentstifte genommen, die eben nicht in klassischen Tönen, sondern eben Pastelltönen. Und das Gelb und das Grün, das habe ich noch von so einem Muscheleierfärben übrig gehabt. Und das haben wir dann mit Pinsel aufgetragen. Und ich versuche auch jedes Jahr so ein Häschen zu backen. Dieses Jahr habe ich Brioche-Teig genommen, was man eigentlich so als ja, süßes Brot verwendet. Und die Küchlein davon,
Die haben schon ganz gut geschmeckt. Natürlich ist es was anderes, ob die jetzt hier in der Luft stehen oder eher verschlossen sind. Ja, morgen werden wir dann wahrscheinlich auch das Häschen verputzen, aber noch konnte ich es einen Tag retten. Ich habe das mit Zuckerguss überzogen, auch damit das Brot nicht so austrocknet. Mal schauen, ob es morgen noch schmeckt. Aber es sieht auf jeden Fall süß aus. Ja, wir waren am Karsamstag also sehr fleißig. Vorher dekoriere ich eigentlich nicht, dafür lasse ich es einfach länger hängen. Denn ich glaube, es gibt ja 6 Ostersonntage, wenn man es ganz genau nimmt. Genau. Die Nachbarn scheinen nicht so wirklich in Osterstimmung zu sein. Da habe ich noch keine Osterdeko gesehen. Ist auch ein bisschen verständlich. Wir sind sonst auch, also eins der Osterfeiertage nutzen wir auch, um dann meine Eltern zu besuchen. Das fällt natürlich dieses Jahr flach. Aber sonst, die Kinder freuen sich, die genießen die Sonne. Und Johanna ist überhaupt das erste Jahr jetzt, dass sie Ostern richtig wahrnimmt. Letztes Jahr hat sie das mit den Ostereiersuchen gar nicht richtig verstanden. Und Elena dieses Jahr, die hat ein Nest gefunden und dann war sie erstmal damit beschäftigt. Und Johanna hat den Rest gefunden. Den Kindern geht's gut, das ist die Hauptsache. Und mein Mann und ich, wir sehen es ganz entspannt und genießen einfach die freie Zeit und lassen die Kinder einfach spielen. Ja, wie gesagt, am Samstag, also gestern, haben wir auch so einmal vormittags dekoriert. Da waren die Kinder gut beschäftigt und dann schlafen sie ja gerne bis um 4. Und dann haben wir noch vor dem Abendbrot noch die Ostereier bemalt. Und da waren die Kinder ja auch schon bedient, sodass wir jetzt keine große Aktion machen. Wir gehen jetzt auch nicht spazieren oder machen auch jetzt keinen Ausflug. Morgen mal schauen, wie das Wetter es hergibt. Aber wir genießen einfach die freie Zeit zu Hause. Mhm. Ja. Ui, bist du schlafen gegangen, ja? Schlaf schön. Gibt's bei dir Eis? Ja. Ist das Eis für Mingo? Ja. Ja! Ich habe ein Schild. Wo ist Mingo? Mingo! 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 Mingo, ich habe für dich etwas. Aber wirklich bestimmt. Hier. Ja. Ich habe alles aufgegessen. So. Warte mal, hallo. Lecker. Lecker, mein Eis. Ich nehme die Löffel und ich nehme die rote Zahle. Hey, wo ist. Hier. Da ist das Ding. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Was ist denn damit? Wasser. Wasser? Ja. Wollt ihr Wasser im Sandkasten haben? Ach nein! Wasser. Darf Elena Wasser im Sandkasten haben? Ich habe dann Angst, dass Elena sich nass macht. Dass Elena nass wird? Ja. Hm. Stimmt. Apropos, Elena, willst du mal pullern gehen? Nein, ja. Komm, wir warten. Was gibt's mal zum Frühstück? Pfannkuchen zum Rollen, ja? Aber noch heiß. Ja. Und was möchtest du da drauf haben? Schokolade. Und da. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt Ostermontag und haben erstmal ganz in Ruhe gefrühstückt. Ja, es ist jetzt schon fast um 10. Und ja, ich weiß, da ist noch nass. Aber ist nicht schlimm, du hast eine Matschhose an. Darfst trotzdem rein. Du musst dann sauber machen, okay. Ja, die Elena wollte jetzt raus, obwohl es nass ist. Aber es regnet nicht mehr. Aber es ist eben noch alles nass. Johanna spielt oben im Spielzimmer
Und ja, wir gehen heute einen ganz gemütlichen Tag an und sind alle zu Hause. Mein Mann muss heute auch nicht arbeiten und genießen einfach die freie Zeit. Wir haben schon Mittagsschläfchen gemacht und jetzt Vespern. Johanna darf noch Pfannkuchen von heute früh verputzen und Elena isst so ein kleines Ostertörtchen. Wir haben eigentlich ganz frisch eine Ananas geschnitten. Der Papi hat sie mal für uns gekauft, aber die Kinder finden das nicht so ganz geheuer. Aber mein Mann und ich können die dann verputzen und die schmeckt echt gut. Oh. Na, streitet ihr euch? Ja. Ich mach das machen. Ich hab hier was für euch. Möchte jemand Milch? Ja, uiuiui, ich bin eine schlichte Kölnerin. Oh, ich will meinem Papi was. Es ist so schön. Ja, wir haben ganz spontan entschieden, ein kleines Osterfeuer zu machen. Und ich habe jetzt allen was rausgebracht. Das Abendbrot köchelt so weiter vor sich her. Und wir genießen noch den späten Nachmittag draußen. Ja, das war unser Ostern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Tschüss.